liebe Zwillinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Kontrapart. Ja, das ist ja so, du hast eine weibliche und eine männliche Energie. Das spielt gar keine Rolle, ob du jetzt Mann oder Frau bist, weil du beide Energien besitzt. Eine ist wahrscheinlich eher für deinen Kontrapart, für die Person, mit der du ausgehst, mit der du dich vielleicht auch triffst. Es kann aber auch gut sein, liebe Zwillinge, dass du mehrere Personen hast und eine Energie ist immer mehr Präsenz, ja? Bitte bedenke auch, dass es kollektiv ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren, liebe Zwillinge. Deshalb hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Lass uns loslegen. Genau, warte mal, nicht die. Die brauche ich nachher. Die Lavendel und zwar unsere Engel. Ja? Unsere Liebesengel. Orakelkarten. Wir werden hier fragen, um was es hier geht. Es kann gut sein, dass die Situation noch nicht geschehen ist. Ihr wisst ganz genau, wir sehen alles hier und jetzt. Ne? Mal schauen. Anziehungskraft. Wow. Also hier geht es um deine Anziehungskraft, um das, was du quasi äußerst, ja, als Energie. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Und das ist ja immer das, was wir machen sollten, anstatt wir überlegen, anstatt wir zu viel denken, loslassen, den Moment genießen mit der Person, die wir kennengelernt haben. Ja, ich denke, du hast hier jemand Neues kennengelernt. Hier könnte eine neue Person in deinem Leben eingetreten sein. Und natürlicherweise, wer hat ihn oder sie angezogen? Du selbst mit deiner tollen Energie. Also ich würde hier sagen, du hast eine schöne Energie. Du hast wirklich auch eine sehr, ich sag mal so, eine dominante Energie, ja, dass du quasi die Kontrapart anziehst, ja. Du hast irgendetwas in diesem Moment, das ist ja klar, wir sind nicht immer so, ja. Also wir sind nicht jeden Tag so, jeden Monat so, sondern es gibt Phasen in unser Leben, in denen wir wirklich sowas, wie sagt man das? Oh, das fällt mir jetzt nicht ein. Das Wort auf Deutsch, wenn du das, das ist wie wenn du, mir fällt es nicht ein, liebe Zwillinge. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt das Wort nehmen soll. Emanare, io emano amore. Das müsste ich mal in Google übersetzen, liebe Zwillinge. Aber jetzt sollte, also jetzt muss ich die Kamera ausmachen. Ich muss rüberlaufen und in das Handy schauen. Und dann verliere ich auch den Faden. Sagen wir mal so, du äußerst hier eine Energie, ja, die wirklich anziehend ist. Also du mit deiner Energie ziehst du an dir Personen an, die auch zu dir gehören, die dir etwas Tolles geben, weil du diese Liebe in dir trägst. Ja, du bist dieser, ich sag mal so, du bist in diese Magie drin. Du lässt dich transportieren und du kannst auch andere gut tun. Also die anderen merken das, was du bist. Es ist wie wenn sie so ein Empfang, also wir sind ja auch solche wie Antennen, wir empfangen ja auch, ja, und die anderen empfangen, ja, ich würde sagen empfangen diese Liebe, diese außergewöhnliche Energie, die du hast und mit der du vibrierst, ja, aber liebe Zwillinge, denk nicht zu viel nach, ich habe da Kandidaten, die, ja, auch in private Legungen zu oft nachdenken, das bringt auch nicht viel, wenn du zu viel überlegst und nicht den Moment mit dieser Person genießen tust, ja. Es kann auch gut sein, du bist solo, aber ich gehe davon aus, nein, weil das hier eine Legung ist für die Kontraparts. Also es kann gut sein, du triffst dich mit jemandem, ja. Du sagst, ich bin solo, ich habe mich noch nicht entschieden, ich habe mehrere Personen. Das ist so, ich sollte noch, ja, ich orientiere mich zu der Person, die mir etwas sagt. Ja, also das ist ja möglich, dass man sich auch mit mehreren Männern oder mit mehreren Frauen treffen kann. Ist ja auch normal, das macht man am Anfang, das machen ganz viele. Und dann letztendlich entscheidest du dich für die Person, die wirklich auch dein Herz genommen hat. Ja, den du sagst, boah, wenn ich mit ihm oder mit ihr bin, dann habe ich wie Schmetterlinge im Bauch. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, also ich würde hier sagen, bei dir, liebe Zwillinge, du hast jemand Neues kennengelernt, also gar nicht so lange. Und für diejenigen, die jetzt auch sagen, Katja,
Ja, ich habe jemanden kennengelernt, aber das ist so ein bisschen, ja, das ist noch nicht richtig definiert, diese Liebe. Kann auch gut sein, ja. Also hier kann natürlicherweise alles mit drin sein. Auch mehrere Personen, okay? So, wir wissen ganz genau, dass die Zwillinge schöne Menschen sind, ja. Wirklich, nicht nur innerlich, auch äußerlich, ja. Also immer wieder merkt man das, ne? Also immer wieder auch. Schauen wir uns mal unser, ich glaube, er ist Zwillinge, wenn es mich nicht täuscht. Weil ich habe auch als Kind ein Thema über ihn gehalten. Letztens habe ich mir die Geschichte von ihm angehört, von Johnny Depp, mit der ganzen Situation, ne? Und ich gucke ja auch die astrologische Karten von denen. Ja, das ist, also so lernt man das besser, weil man sieht auch, wo sind diese ganzen Dinge passiert. Oder man kann das bei den Stars auch nachlesen, ne? Und ich glaube aber, er ist Zwillinge. Und das merkst du auch an seiner Energie. Also er hat eine wunderbare Energie. Und natürlicherweise, er sieht sehr gut aus. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt Zwillinge ist. Fehlt mir jetzt nicht. Ich denke schon. Also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern vor lauter Stars, die wir ein bisschen so ausgerechnet haben, ist ja klar. Aber fast alle Zwillinge, die wir ausgerechnet haben, sind einfach, ja, schöne Präsenz. Also ein schönes Bild haben wir da von Personen, ja? Okay, was haben wir hier? Du willst nicht die eine sein. Das will keiner von uns sein. Ja, du willst nicht irgendeine Frau sein oder irgendein Mann. Du willst der Mann sein, also die Frau. Du willst die Person in deinem Leben, die dir das Gefühl gibt, dass du etwas bist, dass du auch wertvoll bist. Ja, das ist auch richtig so, weil du gibst dir diesen Wert. Also hier sieht man, dass du dir diesen Wert gibst, aber du willst nicht mehr Beziehungen, die irgendwie, sagen wir mal so metaphorisch gemeint, im Müll landen. Das ist wie wenn du jetzt eine Datei nimmst und du schmeißt sie in Müll, weil sie nicht mehr zu gebrauchen ist. So, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber du willst nicht einfach Zeit verschwenden. Ja, es kann gut sein, dass wir jetzt hier nicht für jede Zwillinge gedacht ist, weil ich weiß, Zwillinge sind nicht alle Bindungspersonen. Ja, das weiß ich aus Erfahrung, dass ich ganz viele Zwillinge habe, ganz viele Zwillinge, wie sagt man das, diese Geburtshoroskope auch gelesen habe. Und das sind Menschen, die nicht immer eine feste Beziehung wollen. Und jetzt ist es wahrscheinlich hier gedacht für Menschen, die aber eine feste Beziehung wollen. Leute, das ist wahrscheinlich eine Legung für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte eine feste Beziehung. Ich möchte nicht nur irgendein Typ oder irgendeine Frau. Ich möchte mit dieser Person zusammen sein. Und ich will, dass mein Leben prospera, in die Fülle geht, diese Beziehung. Ich will, dass diese Beziehung wirklich mir einen Status gibt, auch Sicherheit. Nicht nur, wir sind zusammen, wir haben Sex miteinander, wir sind keine kleinen Kinder mehr. Wir treffen uns, wenn es uns passt. Es ist alles so, ja, ich sage jetzt nicht gezwungen, aber das ist nicht realistisch. Ja, und du willst jetzt aber eine Partnerschaft, die realistisch ist. Du stellst dir auch vor, mit dieser Person wahrscheinlich eine Zukunft aufzubauen. Ich gehe davon aus, ja, dass du nicht wieder im Müll landen willst. Ich weiß, es hört sich jetzt scheiße an, aber dieses Beispiel kommt mir vor den Augen. Manchmal hat man diese Metapher, weil, weißt du, du siehst auch diese Flaschen. Das sind Einwegflaschen, du bringst sie wieder dort, sie werden wieder verwendet. Aber das ist so, wie wenn du das nicht mehr willst. Du willst die Richtige sein, du willst der Richtige sein, du willst die richtige Person anziehen, du willst nicht wieder sagen, boah, der hat nicht gepasst. Ich weiß, liebe Zwillinge, es ist schön, so eine Person kennenzulernen, aber vergiss eins nicht. Wir wissen nie, wie lange wir mit dieser Person zusammen sein können. Sogar ich habe das immer wieder in meinem Leben, dass wir auch nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen haben. Und ich manchmal denke, oh, ist das jetzt überhaupt der Mann, mit dem ich jetzt zusammen sein will? Leute, das hat mal jeder. Nicht nur, weil wir 11 oder 12 Jahre, also ich glaube mal, wir sind 12 Jahre zusammen und 11 Jahre verheiratet. Und bei mir ist es auch mal so, dass ich meinen Zweifel habe, dass es vielleicht nicht mehr passen könnte. Jeder könnte, also kann mal zweifeln, okay? Natürlich, die Liebe ist da. Und man hat Höhen und Tiefen in einer Beziehung und das passiert, aber keine Sicherheit ist da, dass du mit diesem Menschen alt wirst. Also das hatte ich früher. Also ich sag mal so, ich habe mir immer vorgestellt, mit einem Mann
für immer und ewig zusammen zu sein. Kennt ihr diese tolle Geschichten, die quasi nur in diese Fabeln, ja, wie man sie erzählt, diese Stories? Aber das ist nicht so. Das ist nicht in Wirklichkeit so. Wie lange vibrierst du mit dieser Person? Das kommt immer drauf an. Genieße die Zeit mit ihm oder mit ihr, würde ich hier sagen, ja? Eindeutig. Und ich denke, du hast diese Person vor kurzem kennengelernt oder das ist etwas relativ Neues, ja? Okay, du nimmst mir auf, ja. Gut, schauen wir jetzt mal mit diesen wunderschönen Herzenskarten, was das Herz von der weiblichen Energie möchte. Nach was verlangt das Herz von dieser weiblichen Energie? Also quasi, du bist hier nicht nur eine Frau, du kannst ja auch ein Mann sein, aber das ist deine passive Seite, ja? Deswegen mache ich das auch so. Weil Yin und Yang sollten zusammen kollaborieren. Wenn das nicht passiert, gibt es dann im Problem, Entschuldigung, in unser Leben Probleme. Es gibt eine Disharmonie. Incontro mediante una mezzo di telecomunicazione. Oh, guck mal, Leute. Du hast diese Person wirklich vor kurzem kennengelernt. Adesso, hier und jetzt. Du kommunizierst mit ihm. Du hast diese Person, ich sag mal so, das ist wie wenn diese Person in deinem Leben auf einmal gekommen ist. Immediat, also diese Person hast du jetzt, du hast nicht mit dieser Person gerechnet. Und diese Person, bam, kommt in deinem Leben. Diese Karte will auch sagen, dass du mit dieser Person sehr viel schreibst. La comunicazione, die Kommunikation gehört den Zwillingen. Die Zwillinge brauchen das, ja? Nicht nur Zwillinge. Ich sag auch, alle Luftelemente brauchen diese Kommunikation. Das ist schön, wenn man mit jemandem redet, wenn man jemanden findet, mit dem man nicht nur eine Beziehung aufbaut in dieser Intimität, sondern auch freundschaftlich. Dass du sagst, ja, Katja, ich stelle mir jetzt mit ihm auch vor, dass er mein bester Freund werden kann in meiner Beziehung, dass ich und er alles teilen. Also ich brauche mich jetzt nicht zu schämen, ich habe keinen Charme gegenüber ihm, weil ich ihm alles sage, weil ich ihm alles anvertraue. Und das ist diese Kommunikation, die hier stattfindet. Kann aber auch gut sein, dass das Internet, du hast ihn oder sie im Chat kennengelernt. Also ist es nur möglich, dass du ihn oder sie über FaceTime, WhatsApp, also diese ganze soziale Medien, ja, da bin ich jetzt wirklich, ich sag mal so ein Esel bei diesen sozialen Medien. Also ich selber habe kein Facebook. Ich habe jetzt nur dieses, was ist denn das? Wie heißt denn das? Das habe ich letztens runtergeladen. Das ist extra, wenn ich mit euch solche Coachings mache. Und auch diese spirituelle Isis, ja, mit dem Pendel. Gott, mir fällt es nicht ein, was ich da benutze. Das ist aber eine App, in der man sich sehen kann. Und ganz viele haben das. Ich erinnere mich gerade nicht. Ne. Ich erinnere mich gerade nicht, weil, wie gesagt, es ist nicht meine Welt. Aber ja, das ist das Einzigste, wo man wirklich auch, das geht mit E-Mail, ne, mit einer E-Mail-Adresse, nicht unbedingt mit Handynummer. Und man braucht ja auch diesen Visier mit den Menschen, ja, dass man auch kommuniziert. Und ich denke, du könntest jetzt mit ihm oder mit ihr dich quasi, das ist schon nicht in Präsenz, aber du kannst ihn oder sie sehen. Und das ist manchmal wirklich hilfreich, dass man diese Personen auch mal in die Augen schauen kann, ja, weil das ist ja alles Energie und das wird ja auch übertragen. Was ich mir hier auch vorstelle bei dir ist, dass du wirklich genommen bist von dieser Person. Ja, dass ihr beide genommen seid von dieser Kennenlernphase, dass ihr beide, wie sagt man das, euphorisch, ja, enthusiastisch seid von dieser Kennenlerne und ihr habt nicht gerechnet. Also das ist wie wenn manchmal wirklich, es passiert oft, dass Menschen jetzt momentan vielleicht gar keine Zeit haben oder sich gar nicht vorstellen, in einer Beziehung zu gehen und auf einmal kommen diese Menschen, die hier dir das antun, aber auch hier, weil du sagst, ich bin nicht jemand, der jetzt hier Spaß haben möchte. Vielleicht kommst du auch von einer Beziehung, von einer langjährigen Beziehung und du hast nicht gedacht, dich wieder in eine Beziehung reinzumachen, also dass du wieder in eine Beziehung reingehst, ja? Sagen wir mal so. Okay, guck mal. Was ich drunter habe, ich habe es mir jetzt angeschaut, ich sehe es mir nicht immer an, aber guck mal, Cambiamenti positivi nell'attuale relazione, also hier sind positive Veränderungen in deiner Beziehung, ja? Gut, okay, was wünscht sich die passive Seite?
Okay, hier, wie gehst du um? Was du dir jetzt wünschst, ist jemand, der wahrscheinlich nicht mit Strategie umgeht, sondern mit Herzen. Vielleicht hattest du, also diese Karte ist auch eine Karte, die positive Deutungen hat, indem man wirklich vielleicht nichts überstürzt mit Logik. Und das ist immer wichtig, dass wir nicht nur mit Emotionen an einer Beziehung rangehen, also zu sehr emotivo. Ich bin zu sehr in meine Emotionen drin. Ich lasse mich leiten und ich mache Fehler, weil ich sehr emotional bin. Nee, das ist eine Karte, die auch zeigt, wie Strategie helfen kann, wie man sich helfen kann, wie man gewisse Personen auch, ich sag jetzt mal so, zeigen kann, wie gut du bist. Ja, das ist jetzt nicht etwas Böses, das ist etwas Gutes, dass du auch dieser Person zeigst, dass du sehr intelligent bist, aber das bist du sowieso. Also ich bin da klar, also ich bin da im Sinne, dass die Zwillinge auch sehr intelligente Wesen und sehr kreativ sind. Auf jeden Fall könnte es aber auch sein, nach was du dich sehnst, ist, dass du keine Strategienmenschen mehr anziehst in deinem Leben. Menschen, die spielen. Das ist ja das, was ich hier sage. Das wiederholt sich hier. Also, ich denke, du hast nicht mit Menschen zu tun gehabt. Also, warte mal, du hast mit Menschen zu tun gehabt. Entschuldigung, falsch gesagt, die gespielt haben könnten. Die du sagst, nee, Katja, das will ich aber nicht mehr. Und vielleicht hast du auch selber gespielt. Oder sagen wir mal auch so, wenn du jetzt so eine gute Energie hast und das überträgst den anderen, die anderen werden von dir, sie empfangen diese Energie, ja? Was ich auch oft bei den Zwillingen sage und das herausfinde, ist, dass die Zwillinge wegrennen von der Liebe und sie ziehen Männer an oder Frauen, die wegrennen. Also sie selber haben Angst, eine Beziehung aufzubauen. Das ist auch bei den Waage so. Also Waage Menschen können auch so sein. Sie projizieren das, also das ist ein Spiegel und sie sehen das aber nicht, aber sie projizieren das an den anderen. Der andere sagt Dinge oder rennt weg, weil in deinem Unterbewusstsein du noch nicht bereit bist für eine Beziehung. Wir gehen jetzt ein bisschen so in diese Psychologie auch rein, die wunderschön ist, Leute. Wirklich, das ist eine Welt, in die man eintauchen sollte, weil alles kommt auch quasi von unser Verstand. Das ist wie wenn unsere Seele, also das ist jetzt meine Sichtweise, aber auch sehr viele bestätigen diese Sichtweise. Jeder hat mit seinen eigenen Wörtern und jeder mit seiner eigenen Sichtweise. Ich habe immer das Gefühl, dass die Seele in dieser Verstand gefangen ist. Das ist wie ein Gefängnis hier. Also man sagt es, dass der Körper ein Gefängnis ist. Viele sagen das, aber für mich ist es auch so, wie wenn viele Menschen gezwungen sind von dem Verstand, weil sie das noch nicht koordiniert haben, Dinge zu machen, die sie gar nicht wollen. Also das siehst du gleich, wenn du sagst, ich bin hier, aber ich möchte hier sein. Ja, also das sind zwei Differenzen. Das sind zwei Leben, die nicht zusammen harmonisieren. Weil wenn du sagst, ich stehe morgens auf und ich bin jetzt bei dieser Arbeit, und ich hasse diese Arbeit. In Wirklichkeit müsste ich was anderes machen. Dann gibt es irgendwo eine Disharmonie. Dein Körper kämpft gegen deine Seele, dein inneres Kind sogar. Also es gibt ja, ich sage immer die Dreifaltigkeit. Es gibt wie drei Energien in uns, die wirklich leiten, ja? Aber wer kommt hierher und macht diese Inkarnation, die Seele? Also das sollte einem bewusst sein, ja? Dass man jetzt hier nicht so einen Menschen haben möchte, nicht so einen Menschen mehr in seinem Leben. Das ist nicht schön, wenn man jetzt Personen anzieht, die mit Strategie umgehen, ja? Okay. Ganz kurz, ich trinke meinen Kaffee, der noch schön warm ist. Okay, heute habe ich zu viel gemacht. Was heißt zu viel? Das ist mehr Milch, also quasi Hafermilch, aber in Vanillegeschmack. Also das mag ich am morgens immer, weil das sehr gut schmeckt mit dem Kaffee. Sag ich doch. Ich sag doch, dass es hier eine Kommunikation ist, ja? Vorsichtig. Aber ich sag vorsichtig, ja? Wieso? Wie sagt man das? Boah, das gibt's ein Sprichwort. Das gibt's ein Sprichwort. Genießen. Wir genießen das aber. Oh, ich muss es mal eingeben. Genießen mit Vorsicht, genießen mit. Ihr könnt es mir schreiben, Leute, mir fällt es nicht ein. Aber ihr könnt es mir schreiben. Ich habe immer so eine tolle Community, die mir weiterhilft. Gut, das ist nicht traurig. Ich sag,
nicht, wäre schön, wenn man das live machen würde, ja, und dann die Leute, ja, das heißt das, Katja, mir fällt es nicht ein, genießen mit Vorsicht, das ist wie wenn hier, guck mal, liebe Zwillinge, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es gibt hier zwei Theorien, also ich hoffe, die zweite Theorie ist die beste, also quasi die beste für dich, weil die zweite Theorie ist schöner, ja, weil diese Karte kann zwei Situationen darstellen. Es ist immer so, Leute. Habt ihr das gemerkt? Wir sind in einer dualistischen Welt. Es gibt immer zwei Gesichter. Ich sage immer, von einer Medaille siehst du immer zwei Gesichter. Alles fängt mit diesen zwei, zwei, zwei und dann die drei. Die drei spielt auch eine große Rolle. Aber jetzt gehen wir mal zu dieser Situation hier. Also, diese Person könnte jemand sein, der in deinem Leben auftaucht, aber nicht lange bleiben wird. Ja, das ist die erste Variante. Also genieß den Moment, weil es kann gut sein, wie es angefangen hat, hat es auch ein Ende. Okay. Zweiter Step. Zweite Option. Dass diese Person mit dir kommuniziert, das ist nur der einzigste Weg, damit ihr euch also nicht sehen könnt, weil es kann auch gut sein, ihr könnt euch gar nicht sehen. Das ist der einzigste Weg, um euch kennenzulernen, die Kommunikation. Also quasi schreiben. SMS anrufen, vielleicht ist hier auch eine Distanzierung oder hier ist auch dieses, wie ich ja gesagt habe, chatten, dass du ihn im Internet kennengelernt hast, ja? Eine Fernbeziehung, sagen wir mal eine Fernbeziehung, okay. Das ist aber nur wirklich kurzfristig, weil dann kommt er in Aktion, diese Person kommt, diese Person transformiert diese Beziehung. Also ich gehe davon aus, dass es eher der zweite Step ist, weil die Karten eigentlich sehr positiv sind, aber ich kann es niemandem versichern, ja? Dann, okay, Memorie. Jetzt ist die Frage, wer denkt an seinem Ex? Diese Karte ist oft eine Karte, die sagt, ich denke an meinem Ex. Ich denke an jemanden in der Vergangenheit. Oder ich bin mit alte Erinnerungen gebunden und ich kann nicht diese Erinnerungen loslassen. Sie tun mein Leben weh. Ich weiß es, dass sie mir wehtun. Aber ich bin die ganze Zeit in alte Erinnerungen. Und was soll ich mit alten Erinnerungen anfangen? Gar nichts. Das ist halt immer der Verstand, der dieses Spielchen spielt, damit du nicht im Hier und Jetzt sein kannst. Also guck mal hier, adesso. Und hier auch mit diesem Wort. Also du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Das bedeutet hier und jetzt. Das, was du jetzt gerade erlebst, genieße es. Lass dich nicht transportieren in die Vergangenheit. Lass dich nicht von deinen Erinnerungen ablenken, die einfach nichts zu suchen haben in deiner aktuellen Situation. Ja, würde ich mal so sagen. Kann aber auch gut sein, dass es er, ne, wenn du jetzt hier eine Frau bist oder du sagst, dass es sie. Sie denkt oft an die Vergangenheit, denkt vielleicht auch an ihren Ex und so weiter. Das kann ja auch gut sein, ne? Also jeder hat da seine Situation und jeder setzt das auch um. Okay. Schauen wir jetzt mal, was uns diese wunderschönen Liebes-Orakelkarten uns erzählen wollen. Hier ist jemand unsicher. Ich denke, du könntest hier die Frau sein oder auch der Mann, der in diese passive Seite, also die passive Seite ist immer die weibliche Seite, auch ein Mensch ist, der unsicher ist. Ich weiß nicht, ob ich ihm das Wasser reichen kann. Ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich gefalle. Ich gefalle mir vielleicht auch nicht selber. Ich liebe mich vielleicht auch nicht ganz selber. Das ist wichtig. Hier, du hast diese Kraft. Ja, hier ist jemand unsicher. Unsicher kann man nicht, also sollte man, oder man ist nicht nur unsicher in der Liebe, man ist auch unsicher bei der Arbeit. Man ist auch unsicher, wenn man eine Entscheidung trifft. Also es gibt Menschen, Zwillinge tendieren oft. Wieso? Wieso tendieren sie oft? Also ich kenne ganz viele Zwillinge, die diesen Problemchen haben. Zwei Seiten. Das ist immer das, was ich sage. Was siehst du hier? Sie schaut sich im Spiegel, sie sieht zwei von sie, okay? Das ist metaphorisch gemeint. Wir haben zwei Seiten, die hat jeder, aber die Zwillinge sind immer nach der Suche. Wie wenn ihnen jemanden weggenommen worden ist. Das ist wie wenn sie ein Leben lang leiden, weil sie nicht die Kontrapart haben. Und die Kontrapart ist, also in der Mythologie wissen wir ganz genau, der eine Bruder konnte nicht ohne den anderen Bruder leben. Was tut er denn? Er bringt sich um. Er sagt, ich opfere mich sogar für meinen Bruder, damit er lebt. Und dann machen sie das andersrum. Also Leute, das ist eine Situation, in dem die Zwillinge oft in so einen
sagen wir mal, im mentalen Spiel, weil das ist wirklich la mente che ti gioca, der Verstand, der spielt. La mente, mente, ich sage das so oft ich das kann, bei uns im Latein auch, ja. La mente, der Verstand lügt, das heißt mentire, kommt von mente. Mentire, du lügst, ja. Und was macht sie? Sie lügt uns an, Leute. Sie erzählt uns Geschichten. Ich weiß nicht, wie oft es euch passiert, aber ihr hört zwei Stimmen. Das passiert mir auch, ne? Es passiert eine Stimme, also bei mir ist es so, die erste Stimme ist immer die wahrhaftige. Also darüber hinaus, was sie sagt, ist Wirklichkeit. Zum Beispiel, ich brauche etwas oder ich sehe etwas und dann sagen sie, okay, das ist richtig, mach das. Und dann kommt die andere Stimme, die sabotiert. Und dann weiß ich sofort, okay, das bedeutet, die eine Stimme ist richtig gewesen. Die war einmalig und leise. Und dann kommt die andere Stimme, die lauter ist und penetrant. Sie nervt. Das ist manchmal auch wie wirklich Nervensäge. Ja, du bist so, du machst das falsch. Das ist aber nicht so. Die erste Stimme zählt. Das, was du fühlst in deinem Herzen. Versucht auch mal, ihr Zwillinge, das ist ein Tipp, den ich euch gerne gebe, weil ich das auch selber mache. Das ist jetzt nicht so, dass ich perfekt bin. Um Gottes Willen, keiner will das hier behaupten. Ich habe das auch gelernt. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr mal die Augen schließt und wirklich euch an den Herz langt, also an den Herzen, und versucht wirklich mal in euer Herz reinzugehen. Ihr könnt es euch wirklich vorstellen. Das ist in der Meditation, gibt es verschiedene Meditationenarten, ja? Meditation mit Visualisierung, Meditation mit Gebete, Affirmation, und dann gibt es auch Meditation, indem man sich leiten lässt und Gedankenstille hat. Ja, das ist einer der schwierigsten, also die dritte, wo ich erwähnt habe. Und das mit der Visualisierung finde ich besser. Also ich bin jetzt gerade zwischen dieser Visualisierung und dieser Affirmationen. Ja, ich bete auch gleichzeitig, also jeder hat seine Gebete. Du betest an Maria, Jesus, Christus, Gott, wenn du dein Allah hast. Jeder macht es so, wie er will. Buddha, also du kannst es so machen, wie du es willst. Aber es ist wichtig, dass du deine Konzentration, dass du deine Aufmerksamkeit an Herzens richtest. Also das habe ich auch gar nicht lange kennengelernt. Das ist durch den Schamanismus, wurde mir beigebracht in die Seminare, die ich quasi absolviert habe. Und das ist ja wichtig, weil du dieser Seminar beinhaltet den Rückkehr der Seele. Ja, man holt die Seele zurück. Ja, das kann man auch auf andere Menschen machen, aber ich fühle mich da noch nicht richtig drin. Also ich würde das, es ist wirklich, für mich ist es eine große Verantwortung, ein Stück Seele zu holen von einer anderen Person. Das ist wirklich, ich denke, da braucht man sehr viel Erfahrung. Das würde ich mir jetzt nicht trauen. Ich habe das versucht natürlich mit meinem Ehepartner, weil wir da einen anderen Verhältnis haben. Wie gesagt, das ist was ganz anderes, weil wir auch sehr verbunden sind. Aber an einen anderen Mensch zu machen, das würde ich jetzt mir nicht trauen. Aber da habe ich das gelernt. Und das ist wirklich eine wunderschöne Übung. Also ich finde, solche kleine Tipps sind wie Goldstücke im Leben, ja? Dass du einfach deine Aufmerksamkeit in deinem Herzen richtest und dir vorstellst, wie du in deinem Herzen reingehst, eine Türe öffnest oder sogar ein Loch grabst, ja? Wirklich in dir, um in deinem Herzen ranzukommen. Und du hörst, wie er schlägt. Also wenn du ja ganz still bist, kannst du ihn wirklich hören, kannst du ihn wahrnehmen, okay? Also ich finde, es sind gute Tipps. Man kann ja diese Tipps umsetzen. Okay. Leute, also ja, liebe Zwillinge, ich weiß nicht, wem du kennengelernt hast, aber in deinem Leben gibt es hier deine Zwillingsflamme. Sie ist da, sie wartet. Sie hat an deiner Türe geklopft. Und ich denke, hier gibt es nichts Großartiges zu sagen. Das ist deine Zwillingsflamme. La Divina Connessione, das ist die heilige Verbindung zwischen euch zwei. Die Zwillingsflamme kannst du ja sagen, das ist deine Kontrapart. Das sind Seelen, die sich, wir wissen ja ganz genau, Zeit und Raum ist eine Illusion, weil es gibt gar nicht diese Zeit. Das ist ja klar, wir sind hier in dieser luziferische, sagen wir so mal, Zeitwelt und da gibt es die Zeit. Und der Geist geht auch Richtung Zeit. Aber die Seele nicht. Die Seele inkarniert sich, alles passiert hier und jetzt. Also in den Schamanismus, das ist ja auch schön,
in diese Welt einzutauchen, weil die sagen, es gibt ganz viele Dimensionen gleichzeitig. Also das ist wie wenn du jetzt sagst, hier bin ich, aber auf der anderen Seite bin ich auch. Also das bedeutet, dieser Stück Seele gehört zu dir, liebe Zwillinge. Also du hast hier deine Zwillingsflamme. Falls du sie noch nicht angezogen hast, kann gut sein, es ist möglich, dass du sie anziehst. Es geht hier sogar um eine Reise. Du wirst hier eine Reise betätigen. Du wirst hier neue Sachen experimentieren, neue Angelegenheiten. Es kann aber auch gut sein, dass es eine innerliche Reise. Kann aber auch gut möglich sein, dass diese Person auf dich zutrifft. Das bedeutet, er reist. Er wohnt weiter weg als du. Also ihr seid nicht in derselben Stadt oder ihr seid nicht in demselben Land. Und er betätigt diese Reise oder sie betätigt diese Reise. Kann aber auch gut sein, ihr trefft euch irgendwo in der Mitte. Ja, ihr sucht euch ein Land aus oder eine Stadt und da trefft ihr euch. Ja, das könnte auch möglich sein. Gut, mal gucken, ob das jetzt eher Liebe ist oder Drama. Da bin ich jetzt gespannt. Wieso du unsicher bist, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil das kannst du nur wissen, wo deine Unsicherheit ist, wegen ihm oder wegen ihr. Aber ich würde dir hier sagen, hör bitte wirklich auf deinen Herzen in dich schieße. Wir haben jetzt die ganze Zeit das gesagt, ich bin nicht in einer Situation, an dem ich weiß, wo ich lang gehe. Gehe ich jetzt rechts oder links? Du siehst hier Geist und ich finde die Farben auch sehr cool. Vielleicht hat sie das auch unbewusst gemacht. Aber die Seele ist immer blau und rot ist immer der Geist. Ne? Also man hat früher auch die Farben genommen. Man nimmt sie noch heute blau für Babys, also für die Jungs. Das ist aber l'anno invertito. Sie haben das getauscht. Nämlich in Russland war das noch richtig. In Russland war das genau so, dass man rot den Männern angezogen, also quasi, Entschuldigung, den Jungs. Die Neugeborene und Blau, den Mädels. Ja, Blau ist immer die Seele. Diese Farbe repräsentiert die Seele. Was du hier sehen kannst, ist, du bist jetzt hier an dieser Kreuzung und du weißt nicht, gehe ich jetzt nach rechts oder gehe ich nach links? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr unsicher, für was ich mich entscheiden kann oder für was jetzt in meinem Leben kommen darf als nächstes. Ich würde hier sagen, es geht mehr um Liebe. Ja, Leute, es geht mehr um Liebe. Mehr um Liebe. Achtung, Achtung, weil es kann ja auch gut sein, dass er wirklich nur die Passaggio oder dass sie nur als vorübergehend in deinem Leben ist und dass diese Person dann tatsächlich auch wieder eine Vereinigung haben kann mit jemand anderem, weil hier auch die Vereinigung kommt. Okay? Kann aber natürlicherweise auch sein, möglicherweise, dass ihr beide euch vereint. Dass ihr beide erkennt, das ist nicht nur eine Beziehung. Entschuldigung, das ist nicht nur eine Freundschaft, es ist mehr als eine Freundschaft. Hier will jemand mehr als eine Freundschaft und deutet es hin. Also, liebe Zwillinge, alles beginnt mit einer Freundschaft und wieso nicht? Das ist schön, aber es ist nicht nur Freundschaft. Ja, es ist viel, viel mehr. Kann ja auch gut sein, du sagst, Katja, ich habe diese Person kennengelernt, aber ich bin leider in einer Beziehung. Dieses Liebesdreieck kann ja auch drin sein. Nur ihr solltet das umsetzen. Vielleicht wird weniger von den anderen gesprochen, weil er euch gar nicht so interessiert. Was euch interessiert, ist die neue Person. Ja, die neue Person. Also Leute, hier geht es um die Liebe. Hier geht es um ein Gefühl, der startet. Es beginnt eine neue Liebe, würde ich hier sagen. Ja, also ich passe jetzt auf mit dieser Zwillingsflamme, weil das ist immer so. Ja, Zwillingsflamme, das ist schwer, so eine kennenzulernen. Und die meisten Menschen, wisst ihr, das Problem ist, wir geben zu viel Rationales. Also der ist meine Zwillingsflamme und dann gehen die auseinander. Sowas habe ich auch schon oft gehört. Sie ist meine Zwillingsflamme oder er ist meine Zwillingsflamme. Leute, die gehen nicht auseinander. Also hören wir auf, Blödsinn zu sagen. Zwillingsflamme bleiben zusammen. Wenn sie sich einmal treffen und sich sehen und miteinander reden, werden sie wahrscheinlich immer wieder aneinander finden, weil sie zusammengehören, ja? Was zusammengehört, gehört zusammen, ja? Also, eine neue Liebe beginnt hier. Neue Gefühle werden hier in die Luft sozusagen. Das ist wie so ein Spritzer, wie ein Parfüm, ne? Okay. Die stellen wir jetzt weg. Wir kommen jetzt zu den Tarotkarten. Genau, dass ich das jetzt richtig mache. Schauen, liebe Zwillinge, was die Tarotkarten uns erzählen wollen über die Situation, was ja aber auch geschehen könnte. Hast du ihn in einer Feier kennengelernt?
Kann das gut sein, dass du diese Person in einer Feierlichkeit oder in einer Party, du gehst mit ihm aus, es macht Spaß, mit ihm zusammen zu sein, ja? Es ist wirklich schön, ja, es ist schön. Und ich sage dir mal auch, er ist nicht nur der König der Schwerter, er ist eine Person, die hier wirklich auch etwas für dich tun könnte. Er kommt auf dich zu, er ist wie ein Gentleman. Also ich habe das Gefühl, liebe Zwillinge, du hast diesen gewissen Mann kennengelernt. Also hier deine Energie. Es kann auch gut sein, du bist hier der zweite Mann. Es geht hier um zwei Männer. Du sagst hier, okay, Katja, ich bin jetzt hier der König der Schwerter. Auf der anderen Seite haben wir einen Ritter, der Kelche. Das sind zwei Prinzen. Sagen wir mal so, einer ist hier viel älter. Also normalerweise sind die Königin wirklich sehr älter. In der, wenn man die Karten lernt, wenn man die Tarot lernt, sind die Königin, König, du wirst ja König, ist ja klar, immer ältere. Ältere, also man kann auch sagen, zu 50. Ich sage jetzt nicht, dass ihr alt seid, um Gottes Willen. Nein, 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 Katja will das nicht sagen. Bedeutet älter, wie ich das auch definieren muss, weil man muss aufpassen, wie man spricht heutzutage, ja? Weil man kann das irgendwie in einem falschen Hals bekommen. Nein, ich sage nicht, dass du alt bist. Ich sage, der König ist normalerweise immer die ältere Figur, ja? Ritter sind so auch um die 30, 35, sie sind schon in einem gewissen Alter, ja? Auch nicht mehr die Jüngsten, sage ich mal so. Und dann gibt es die Pagen. Die Pagen, ich unterteile das auch wieder. Das gibt 20-Jährige, aber es gibt auch Kinder als Pagen, die dargestellt werden. Dass Kinder auch eine riesige oder eine wichtige Rolle spielen, wenn man dies sieht. Okay, hier könnten zwei Männer sein, dass du wirklich geteilt bist. Oder es kann sein, er ist ein intelligenter Mann. Ja, du hast ihn kennengelernt. Er ist nicht nur so. Er ist nicht nur der König der Schwerter, er kann auch liebevoll sein. Er beweist dir, dass er dich mag. Er beweist dir, dass er mehr will von dir. Ja, bitte setz es um. Aber du bist sehr vorsichtig, kann aber natürlicherweise auch sein, er ist sehr vorsichtig, weil man hier auch über ihn reden kann. Er wurde schon mal verletzt. Er ist mit Abstand. Er lässt Abstand zwischen dir und ihm, weil er Angst hat, wieder verletzt zu werden. Das ist immer diese Karte, die sagt, ich habe Angst, immer wieder auf den Deckel zu bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass du hier als Frau auch sagen kannst, Katja, ich habe Angst, dass er mich verletzt. Ja? Das ist auch so eine Sache mit den Ritter der Kelche, dass diese Person auch momentan auf sich fokussiert ist, dass er jetzt gerade sehr viel tut für sich, sich anfängt, selber zu lieben, zu wertschätzen, okay? Auch du könntest jetzt sagen, auch du könntest jetzt hier der König der Schwerter sein als Frau. Natürlich geht auch, dass du sagst, ich möchte jetzt lernen, mich selbst zu verteidigen, mich selbst zu lieben, alles zu geben. Und das führt dazu, dass du diese tolle Anziehungskraft hast. Aber genieße auch den Moment. Ich weiß, es ist momentan nicht einfach. Mit dieser Neun der Stäbe hast du wahrscheinlich vieles erlebt, aber du bist ein Kämpfer. Neun der Stäbe ist eine Karte, die wirklich stark ist auch. Das ist ein Naturkämpfer. Das ist jemand, der wirklich sehr viel durchgemacht hat, aber nicht aufgibt, nicht zum Leben sagt, nein, ich kann das nicht, sondern ja, ich schaffe das. Wie ich das geschafft habe, schaffe ich das auch das nächste. Man will halt nicht wiederholen, weil neun der Stäbe, wie auch die anderen neuner Karten, die neun ist ein Zyklus, der abgeschlossen wird. Du stellst nichts mehr dahin und du nimmst nichts mehr weg. Du kannst es nicht tun, ja? Mit der 10 hast du ja den Neubeginn dann, weil das passiert ist. Das, was passiert ist, ist passiert. Aber hier in der Situation kannst du nicht viel unternehmen. Ja, du bist sozusagen in dieser Angst zwischen deiner Instinkt, das, was du machen willst, und das, was du eher nicht machen willst. Okay, also ich gehe davon aus, es könnten hier wirklich mehrere Situationen sein. Du willst diese Beziehung, aber du zweifelst irgendwo auch. Du hast Angst. Es kann aber auch gut sein, diese Person hat Angst. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr intelligente, also das ist auch ein intelligenter Mann, der auch sehr weise sein kann, wenn er das möchte. Ja, also ich denke, er könnte auch einen schönen Status haben. Er könnte auch jemand sein, der wirklich an seinen Status fest geankert ist. Er könnte eine Person sein, die sehr viel, also in einer Position auch dirigiert, Befehle erteilt. Ja, also das ist schon jemand, der sich jetzt nicht gerne
verarschen lässt. Wahrscheinlich hat er das gelernt im Leben. Ja, wir lernen das dann ganz langsam, uns nicht verarschen zu lassen, weil wir dann immer diese Gutmütigkeit haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du dir wünschen könntest. Weißt du, was die Geistführer mir hier sagen? Ich nehme ganz viel von den Geistführern immer, weil das ist toll, weil es auch meistens auch resoniert. Das ist wie wenn du dir wünschen würdest, dass er mehr tun würde. Also das ist wie wenn man sich wünscht, dass der Mann oder die Frau, das kann auch gut sein, dass er mehr tut als nur das. Dass du dir wünschst, dass er dir mehr zeigt. Versuche doch auch mal dich zu offenbaren. Warte nicht immer auf den anderen. Oder denk nicht immer, dass der andere beweisen muss. Weil vergiss nicht, du bist die Kontrapart von ihm. Er spiegelt das, was du innen drin bist. Vielleicht hast du ja auch selber keine Zeit. Vielleicht bist du auch beruflich unterwegs. Du bist jemand, der wirklich sehr beruflich fokussiert ist, ja? Und das könnte ja auch manchmal zu Ungleichgewichten bringen in einer Beziehung, ja? Also er hat keine Zeit, ich habe keine Zeit und dann geht die Beziehung immer, immer weiter kaputt, ja? Oder das, was wir gerade anfangen, weil wir sind hier wirklich in einer Erneuerungsphase, so also das ist wie wenn eine neue Liebe beginnt. Also ich denke, ich könnte das auch so nennen, ja? Eine neue Liebesgeschichte, eine neue Love Story beginnt, ja? Wirklich eine neue Love Story beginnt hier. Kommt immer drauf an, ne? Liebe Zwillinge, ob du auch diesen Erlaubnis erteilst oder er diesen Erlaubnis erteilt. Oder quasi, du bist hier zwischen zwei Männer. Ich würde sagen, südländisch beide. Das könnten wirklich beide südländisch sein. Aber einer ist eher jetzt ein bisschen so, ja, so cool. Guck mal, wie der hier aussieht. Es kann auch gut sein, dass er wirklich anders ist, also wirklich auch ein Gentleman sein kann. Also der Ritter der Kelche kann das wirklich sein. Der kann dich wirklich im siebten Himmel führen. Der kann dich träumen lassen und du kannst mit ihm sehr viel erleben. Also natürlich wünsche ich dir von Herzen, dass er beides in sich trägt. Ja, weil manchmal haben wir mehrere Energien in uns, ja, nicht nur eine. Also wie Carl Gustav Jung es sagt, diese ganzen Tarotkarten sind unsere Energien. Der Magier, die Hohenpriesterin, in gewisse Situationen werden wir diese Arkanen, wir werden diese Energietypen, ja, Archetypen sozusagen. Was ist hier deine Herzensangelegenheit bei der männlichen Energie? Differenza di aspettive, ascolta motivo. Bitte hört auf eure Emotionen, weil hier gibt es Menschen, die es nicht in einer Perspektive sehen. Du siehst das so, er sieht das anders. Und jetzt? Das bedeutet nicht, dass man nicht zusammen sein kann. Also ich habe diese Erfahrung auch selbst mit meinem Mann. Wir haben zwei verschiedene Perspektiven. Also er sieht die Welt sehr materialistisch und ich sehe die Welt eher sehr spirituell. Also wir waren am Anfang, war das bei uns so, wir haben sie beide in derselben Richtung gesehen. Ja, aber jetzt sieht er sie immer noch materialistisch. Also er geht in dieser Richtung, obwohl er auch sehr spirituell geprägt ist, aber nicht jeder möchte das akzeptieren und nicht jeder möchte diese Welt kennenlernen, ja? Aber trotz dessen können wir einen Anhang, also wir haben Gemeinsamkeiten. Wir haben sehr starke Gemeinsamkeiten. Das heißt nicht, dass wir nicht füreinander bestimmt sind. Also ich gehe davon aus, dass du mit ihm, ja, oder du mit ihr nicht sehr viele Gemeinsamkeiten habt. Die Perspektive, wie siehst du? Er könnte ganz andere, sagen wir mal, ganz andere Träume haben, ganz andere Pläne haben wie du. Heißt aber nicht, dass ihr nicht zusammengehört. Ja? Aber hier sollte die männliche Energie, die aktive Seite, auch auf die Emotionen hören. Es kann gut sein, er ist wirklich hier der König der Schwerter. Er verfadigt, er hat Schwierigkeiten, auf seine Emotionen zu hören. Also er ist nicht empathisch. Manchmal fehlt die Empathie. Also viele Zwillinge-Leute, die Sonne in Zwilling, was bedeutet das? Die Zwillinge sind Gedanken, Aria, das ist Luft, Luft. Wir gehen in die Luft, natürlicherweise, man ist immer in die Luft, man ist anders wie andere, aber man ist auch sehr viel geprägt von den Energien. Und vor allem Zwillinge, du bist der dritte Sternzeichen, das bedeutet bei dir, du fängst hier irgendwo an, wo noch ganz frisch ist. Ja, also das ist anders, wie wenn du sagst, ich bin ein Skorpion oder ich bin ein Steinbock. Da hast du schon, also das ist klar, jeder von uns
in seinem Sonnen- oder Aszendent, Neptun, also Neptun. Vor allem bitte schau in deinen Neptun. Also, wer bist du? Neptun sagt dir, ob du jetzt eine alte, eine neue Seele bist. Auch wenn du eine neue Seele bist, kannst du sehr viel transformieren in dieser Welt. Ganz viele neue Seelen kommen und wollen diese Welt auch ein bisschen verändern. Aber es hat eher damit zu tun, dass du jetzt dich nehmen lässt, auch von dieser Empathie. Und viele können diese empathische oder diese Empathie nicht entwickeln. Es fällt ihnen schwer, ja, weil sie einfach zu sehr in seine Gedanken sind. Dieses Gedankenkarussell, sagen wir mal so. Okay, was braucht jetzt die männliche Energie? Flucht und Kampf. Boah, das ist ja perfekt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Hier gibt es jemand, der wegrennen will. Der wegrennen will, was ich ja vorhin gesagt habe, du bist immer das Spiegelbild von dem anderen. Wenn der andere wegrennt, dann heißt es, in dir rennt auch etwas weg. Er will hier irgendwo kämpfen. Ich habe das Gefühl, er kämpft gegen diese ganze Emotionen oder das, was er quasi in dieser Beziehung will, erreichen. Aber gleichzeitig hat er auch Angst und möchte den Fluch ergreifen. Ja, es kann aber auch gut sein, dass hier eine Transformation nötig ist. Also es ist wichtig, du siehst hier, dieser Pferd hat die Flügel von einem Schmetterling. Also das ist wichtig, dass hier diese Person sich transformiert, dass diese Person lernt, sich auch anzupassen den Situationen. Ja, also nicht alles bedeutet Wegrennen, nicht alles bedeutet Kampf, sondern es gibt auch eine dritte Sichtweise, dass diese zwei Energien zusammen kollaborieren. Wirklich. Dass man sagt, okay, ich habe die Möglichkeit wegzurennen, ich habe die Möglichkeit, mich auch zu distanzieren, ich distanziere mich kurz, aber das bedeutet nicht, dass ich wegrenne. Hundertprozentig. Ich komme wieder. Ja, ich nehme mir diese Distanzierung. Ich kämpfe auch in mir drin. Das ist Eunalotpa, das ist ein Kampf ständig. Wir kämpfen mit unseren Dämonen. Aber ich verstehe durch diesen Kampf. Ich weiß, was mein Herz will. Und das, was ich will, ist diese Beziehung. Das, was ich will, ist frei zu sein. Weil je nachdem kann auch gut sein, er setzt hier diese Flügel, dieser Pferd, und sagt, hey, lass mich jetzt frei. Wir wissen ganz genau, die Pferde, wie wir das immer denken, sollten frei sein. Aber wir wissen auch ganz genau, wie viel Pflege ein Pferd braucht. Deshalb, also letztens, ihr werdet sagen, Katja, aber du bist ja so neugierig, also du interessierst dich, ja, das ist bei mir sehr wichtig. Also ich bin ein Mensch, der wirklich sät, ich habe so Durst nach Infos, ja. Wenn ich dann ein Thema habe, jetzt zum Beispiel Pferde, das war für mich sehr interessant, weil Pferde sind ja eigentlich frei. Aber wenn du sie in der Freiheit setzt und kein Mensch kümmert sich dran, zum Beispiel jetzt auch mit den, vielleicht haben wir jemand, der Experte ist mit Pferde, sich besser auskennt wie ich. Ich habe das jetzt nur mitbekommen, auch von Personen, die Pferde pflegen. Also man braucht diese Pflege vor allem hier an den Füßen von den Pferde, ja, dass gewisse Dinge gemacht werden sollten. Okay, also wie gesagt, ja, wir brauchen diese Flucht, ja, wir brauchen diesen Kampf, aber wir können auch das zusammensetzen und es entsteht ein neues Ich. Eine neue Transformation ist hier von dieser Person. Entweder ich weiß, dass ich mich jetzt nicht binden soll, das ist nicht meine Welt, oder ich weiß, ich gehöre zu dieser Person. Gehen wir mal davon aus. Und was hier auch die männliche Energie braucht, ist, würde ich sagen, Stabilität. Also ich würde sagen, Stabilität fehlt ihm oder ihr. Weil wahrscheinlich hat er immer zu tun gehabt mit Menschen, die das geäußert haben, Flucht und Kampf, aber auch in ihm selbst drin ist. Und das liegt an seinen Emotionen. Ascolta le emozioni. Er hört nicht auf seine Emotionen. Er durchdrängt sie. Es gibt Menschen, wie kann ich das beschreiben? Sie sagen nicht das, was sie fühlen, oder? Sie hören nicht. Was tun sie denn? Sie beschäftigen sich mit anderen Dingen. Und das ist nicht gesund, ne? Überhaupt nicht. Hör auf deine Emotionen, würde ich hier sagen. Okay, machen wir weiter mit den ganz normalen Orakelkarten. Ah, guck mal, ich nehme dich.
Progetto. Er hat irgendwo, also er oder sie hat ein Projekt. Also das kann gut sein, er ist sehr beschäftigt bei der Arbeit. Vielleicht auch eine Weiterbildung oder er möchte jetzt hier auch etwas konstruieren, etwas aufbauen. Ja, Leute, er hat eine schöne Kollaboration. Es kann aber auch gut sein, du oder ihr beide, ihr seid euch einig auf eine Situation. Es kann gut sein, du hast ihn auch bei der Arbeit kennengelernt oder ihr habt etwas, was euch zusammen, also ihr geht in Kommunion, kann man wirklich sagen. Also euch verbindet ein wichtiger Aspekt in euer Leben. Und zwar, dass ihr wirklich auch Menschen seid, die kollaborieren, die beruflich sehr aktiv sind, die miteinander, also ich könnte mir hier vorstellen, dass du mit dieser Person viele, viele Ähnlichkeiten haben könntest. Du stellst es dir gar nicht vor. Also mehr als du dir dachtest, würde ich hier sagen, ja? Also ihr seid euch sehr ähnlich, aber das denkt ihr gar nicht voneinander oder das wisst ihr gar nicht, okay? Wie gesagt, das kann jetzt hier extra sein für ihn, aber auch für dich, dass hier eine Kollaboration ist oder du kollaborierst, dein Beruf ist das. Du verbindest dich mit anderen Menschen, du brauchst das, ne? Du verkaufst etwas, Dienstleistungen, irgendetwas tust du, liebe Zwillinge, ja? Lotta, hier gibt es einen Kampf, Leute. Das ist. Ich weiß, es ist eine Karte, die sehr nervig ist manchmal. Also ich sage immer, wenn die Karte rauskommt, nervt sie mich auch ein bisschen. Weil es ist halt immer diese Karte, die sagt, ja, wir kämpfen innen drin und wir sehen das außen. Wir sehen das an den Menschen, wir sehen das leider an die Welt. Wieso? Weil wir innen drin einen Kampf haben. Ja, ich weiß, das ärgert mich auch selber. Aber diesen Kampf haben wir alle. Wir kämpfen immer tagtäglich mit uns selbst, mit gewisser Glaubenssätze. Es kann aber auch gut sein, hier gibt es einen Kampf gegen euch, also Entschuldigung, untereinander, also du und er. Mal gucken. Und es kann aber auch gut sein, dass hier jeder für sich irgendwo an seinen Traum, also seine eigene Wünsche gehen will. Aber was ist, wenn man hier nicht kollaboriert und man hier zusammen seine Wünsche verwirklichen kann? Ja? Oder tatsächlich dieser Kampf ist zwischen zwei Frauen oder zwei Männern. Ja? Das kann auch gut sein, dass hier eine dritte Person ist und man kämpft hier. Ja? Gut, warte mal, welche Karten fehlen? Ja, da fehlen noch welche, ne? So, bevor hier weitergemacht wird. Tanke ich noch Energie? Schauen wir jetzt mal. Also ich habe heute so Kopfschmerzen, das glaubt ihr gar nicht. Und von was kommt es? Gestern habe ich Energy getrunken. Zum ersten Mal wieder nach vielen Jahren. Ne? Mein Mann hat sich so ein Energy Drink gekauft, weil er jetzt gerade wirklich momentan ja auch also an unsere Projekte sozusagen arbeitet. Und dann hat er gesagt, ich brauche jetzt mal so einen Energy Drink. Und ich habe so zwei Schlücke getrunken und ich konnte heute Nacht nicht schlafen, Leute. Das ist so, da ist wahrscheinlich so viel wirklich Energy, Koffein drin. Oh, ja, also ich denke, dass es wirklich nicht so gesund ist, Energy. Also das ist meine Meinung. Also wenn ich jetzt nur ein paar Schlücke trinke, wem geht es auch so, wenn man irgendwie Energy trinkt oder irgendwelche solche, auch wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, der ist nach 13 Uhr. Also bei mir ist es maximal vielleicht 12:30 Uhr. Nach 13 Uhr alles, was kommt, sogar 14 Uhr. Das ist ja klar, ich habe jetzt hier ein Espresso. Also bei mir drin ist Lavazza. Das ist jetzt keine Werbung, um Gottes Willen, aber ich trinke nur Lavazza. Ich liebe Lavazza. Und es hat eine Stärke von 7 oder glaube ich 8. Und das ist schon wirklich sehr schwer. Also es hat schon an sich sehr viel Input an Energie. Ich trinke das auch mit sehr viel Milch, wie ich ja gesagt habe, Hafermilch. Aber ich denke, es kann wirklich dazu führen, dass man dann nicht schläft. Also bei mir ist es zumindest so. Ich weiß nicht, ob andere Menschen auch so sind. Ich denke schon. Also bei mir schlucken alle meine Freunde Kaffee runter, wie wenn das Wasser wäre. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Projektor bin. Kann gut sein. Nicht jeder Projektor. Also das habe ich auch gemerkt, dass wir quasi da ein bisschen sensibler sind wie andere. Also nicht jeder kann Kaffee runterschlucken, wie wenn es Wasser wäre. Leute, Leute, Leute. Okay, hier haben wir zwei Optionen.
Sogar drei. Hier ist jemand, der. Oh je, liebe Zwillinge, jetzt fängt es gut an. Also, es war doch so schön hier und so schön da. Aber jetzt fängt hier irgendetwas an. Entweder hat er mit seinen Dämonen zu kämpfen, mit seinen Geistern. Das bedeutet, die männliche Energie, die aktive Seite, kann auch gut sein, das bist du als Frau. Du sagst, ich habe Geistern. Nicht Geistern in Wirklichkeit. Ja, man kann, also die Schamanen sagen, die Gedanken sind von Geistern, also quasi, das sind Geister, die uns besitzen, ja? Auch Voladores genannt, ja? Parasiten sozusagen. Also um mehr du denkst, um mehr du die Gedanken aktivierst und um mehr bist du in diese Materie drin, okay? Und diese Dinge ernähren sich von dir, okay? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du wirklich etwas hast, in dem du nicht loslassen kannst. Also hier gibt es jemand, der ein Problem hat aktuell. Die Vergangenheit. Ja, es kann aber auch gut sein, dass jemand kommt und geht. Also, dass du sagst, boah, das ist scheiße. Diese Person kommt und geht, kommt und geht. Was will er denn überhaupt jetzt? Will er bleiben oder will er gehen? Ja, es kann ja aber auch gut sein, hier gibt es eine dritte Person, wie ich schon gesagt habe. Du bist gerade dabei, um diese neue Love Story zu gründen. Du bist dabei, diese neue Love Story zu beginnen, aber hast irgendwo noch eine Vergangenheit. Entschuldigung. So, hier haben wir eine Karte, die sagt, ich will nicht in einer Beziehung sein. Hier ist eine Karte, die sagt, du bist nicht ehrlich zu dir selbst. So, hier nehmen wir mal diese Option und fangen an zu sagen, ja, wir haben hier eine Person, die sagen könnte, ich will nicht in einer Beziehung sein, sagt es dir. Ja, er sagt es zu dir, aber in Wirklichkeit will er in einer Beziehung sein. Nur er hat Probleme oder sie hat Probleme, das zu akzeptieren. Und bringt es sich selber nicht bei, steht nicht dazu, dass er Gefühle hat, hört nicht auf seine Emotionen, könnte vielleicht einen starren König der Schwerter sein, mit Emotionen sehr schlecht umgehen. Du wünschtest dir so sehr, dass er so ist, aber in Wirklichkeit ist er das gar nicht. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, könnte hier die Bestätigung kommen, weil er verletzt ist, weil er sehr viel durchgemacht hat, weil er vielleicht auch, weißt du, manchmal macht man Jobs, man betätigt Jobs, in denen das nicht erlaubt wird. Man hat Angst, man möchte nicht, dass das Privatleben uns, wie sagt man das auf Deutsch, distrahiere, ablenkt. Wir brauchen jetzt keine Ablenkung. Das könnte eine Situation sein, die ganze Situation. Die zweite Situation ist, er sagt zu dir, dass er in einer Beziehung sein möchte, aber in Wirklichkeit ist er nicht bereit. In Wirklichkeit ist er nicht ehrlich zu sich selbst. Aber ich gehe davon aus, dass man hier wirklich eine neue Love Story beginnen könnte. Wenn er oder sie, weil ich weiß ja nicht, wer hier ist, wirklich mit seinen Geistern, Dämonen, wie du sie auch nennen willst, mit sich selbst sich beschäftigt. Weil diese Situation ist nicht gesund. Ja? So wirst du nie die richtige Person, also mit der richtigen Person zusammen sein können. Oder mit den richtigen, ja? Die Frage ist, wer ist es von euch zwei? Wie gesagt, es kann auch gut sein, dass es wirklich hier apparono e non apparono. Also hier könnte gut sein, er kommt und geht, er kommt und geht, dieses Ghosting. Aber es kann auch gut sein, das sind deine eigenen Dämonen, deine eigenen Geister, die kommen und gehen, die dich durcheinander bringen. Deswegen auch diese ganze Unsicherheit hier. Decisione, indecisione. Ich bin unsicher. Ich kann mich nicht entscheiden. Rechts oder links? So, schauen wir mal hier. Ist es jetzt hier Drama oder Liebe eher? Mal schauen, liebe Zwillinge. Habt ihr gestritten? Sogar drei. Ihr habt gestritten. Also ich denke, hier gibt es Streitigkeiten und einer ist sehr kindisch. Einer von euch behält sich kindisch und es kann auch gut sein, dass einer gar nicht redet, alles in sich behält. Das ist jemand, der schluckt. Einer könnte sich jetzt hier kindisch verhalten und der andere könnte aber auch schlucken. Es könnte gut sein, hier sind zwei Personen, zwei Männer, zwei Frauen, aber auch noch diese Person, dieselbe Person, die hier kindisch ist, nicht spricht, nicht redet über seine Probleme, leise ist, nichts gibt, keinen Ton, sogar nicht schreibt und auch beleidigt, also diese beleidige Leberwurst, sagen wir mal so. Leute, Leute.
Bitte, guckt mal das euch an. Finche die Fregarsene. Aber in Wirklichkeit nein. Er tut so, als ob das ihm egal wäre, aber das ist ihm nicht egal. Oder das ist ihr nicht egal, okay? Es kann auch gut sein, dass hier jemand Probleme hat, mit diesem Narzisst zu sein, ne? Ich hoffe, ich sage das richtig. Und wenn ich das nicht richtig gesagt habe, bitte entschuldigt mich. Narzissista, das ist eine Person, die nur auf seinen Ego, wie sagt man das? Zeige ich das auf der Italienisch? Fokussiert ist Focalizzato. Entschuldigung, Leute, jetzt mische ich Italienisch mit Deutsch. Passiert, passiert, ne? Wenn man nicht so gut geschlafen hat, auch noch dazu. Also, er fokussiert sich oder sie fokussiert sich nur auf sich selbst. Aber das Problem ist, dass das Leben nicht alles um dich dreht. Es gibt auch andere Personen. Es könnte aber auch gut sein, dass er mit so einer Person zu tun gehabt hat und lernen muss, erstmal sich zu lieben, weil er immer mit Menschen zu tun gehabt hat, die ihn oder sie ausgenutzt haben. Sozusagen immer auf sich selber fokussiert waren und nicht auf die Beziehung. Und eine Beziehung führt man zusammen. Also ich würde hier sagen, hier ist sehr viel Drama bei der männlichen Energie. Hier stimmt etwas nicht, liebe Zwillinge. Diese Love Story könnte beginnen, aber wieso? Wieso können, also wieso beginnt sie nicht? Kann aber auch gut sein, er streitet mit anderen Menschen oder er streitet hier mit seinem Partner zu Hause. Es kann ja auch gut sein, du sagst, boah, er arbeitet mit mir. Also die Karten von ihm oder von ihr zeigen, dass ihr zusammen bei der Arbeit euch kennengelernt habt, dass ihr quasi diese Beziehung wollt, aber irgendwo gibt es zu Hause Streit. Ja, es kann auch gut sein. Möglichkeiten, dass es ja auch ein Liebesdreieck gibt, ne? Guck mal, was ich drunter habe. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Bei ihm, also quasi bei der männlichen Energie, geben und nehmen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz da. Entweder man nimmt zu viel oder man gibt zu viel. Das ist jetzt nicht im Gleichgewicht. Das braucht man. In einer Beziehung braucht man eine gesunde Geben und Nehmen. Eine Beziehung, in dem man sich quasi opfert für die Beziehung, ohne irgendetwas zu verlangen und genauso die andere Person es tut. Manchmal bringt man Opferungen in einer Liebe. Was heißt opfern müssen? Das heißt, ich ziehe jetzt um wegen ihm. Ich mache jetzt eine Strecke oder ich tausche jetzt oder ich mache was anderes. Aber wir tun das für unsere Liebe. Nicht nur einer opfert etwas, beide opfern sich für diese Beziehung. Ja? Okay. Genau, wir haben jetzt das, das. Und hier auch bitte vorsichtig sein. Schlechte Intentionen, nicht so korrekt zu sein. Kann ja auch gut sein, dass diese Person, wie ich ja gesagt habe, nebenher schreibt mit anderen, dass es hier eine dritte Person gibt, dass es hier sozusagen nicht für dich ist. Also quasi, er hat nicht schlechte Intentionen gegenüber dir, sondern gegenüber seiner Freundin oder seinem Freund. Ja, also das kann gut sein, hier ist auch eine Frau. Okay. Nehmen wir jetzt mal die Tarotkarten. Um was geht es hier? Oder was könnte hier passieren? Manchmal fängt das alles an mit Spaß. Und dann hört es aber anders auf. Leute, ihr habt hier Konflikte. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Ihr habt kein Vertrauen in euch selbst. Das ist ja das Problem. Hier gibt es eine Entscheidung und das ist wie wenn diese Person hier sich nicht entscheiden kann. Das ist jemand, der irgendwie, also wir haben jetzt hier sogar noch mal einen König. Wie viele Männer gibt es hier? Ja, bei den Zwillingen weiß ich, dass die Zwillinge da sehr aktiv sind. Ja, Männer genauso. Es kann aber auch gut sein, jetzt wird hier ein Mann dargestellt, südländisch, sehr liebevoll, sehr, wie sagt man das? Jemand, der hier auch die Kommunikation beherrscht, barmherzig sein kann, auch Selbstständigkeit sehe ich hier bei dem König der Stäbe, jemand, der tut, jemand, der auch herrscht, ja, über seinen Revier sozusagen. Es kann auch gut sein, dass hier jemand selbstständig ist, vielleicht zweifelt jemand an seine Kräfte oder zweifelt an seine Situation. Also wir haben jetzt hier alle Feuerelemente, passt ja auch immer sehr gut. Die mögen sich sehr. Ich sag mal immer die Feuer- und die Luftelemente. Aber nicht vergessen, das sind zwei Energien, die die gleiche Energie haben. Also männlich-männlich. Ja, das ist manchmal nicht schön. Ich sage jetzt nicht schön, sondern das ist manchmal
Schwer, weil man braucht immer eine Kontrapart. Also man braucht immer zu den Zwillinge, könnte man auch sagen, ein Erdelement, das dich auch ankert. Ja, es ist schön. Natürlich, man hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Intime Sphäre ist wunderschön zwischen Feuer und Luft. Ja, also ich könnte hier auch sagen, dass diese Person vielleicht Schwierigkeiten hat, sich selber sabotiert, nicht weiß, was er will und nicht aktiv ist wegen dem, ja, weil er sich Schwierigkeiten kreiert im Leben. Die andere Situation ist, dass man hier irgendwo sehr kindisch agiert, dass das innere Kind daran auch schuld sein könnte, wieso er oder sie sich so benimmt. Welches, jetzt lade ich dich auch ein, weil das ist so eine Situation. Was hast du für ein Verhältnis mit Papa, weil hier sehr viele männliche Energien rauskommen. Stellt euch mal vor, ihr seid Männer und ihr sagt, ja, ich hatte einen Vater, der nicht so präsent war in meinem Leben oder der eher an sich gedacht hat, anstatt an die Familie. Und ich bin jetzt so drauf, dass mir diese männliche Figur in meinem Leben fehlt, dass ich immer mich daran sehne, nach dieser männlichen Figur. Man möchte sie selber kreieren, ja? Das ist klar. Das habe ich schon mal gesagt. Geht euch auch die Schicksalsmatrix anschauen. Da könnt ihr selber ausrechnen. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich sage, ich mache das. Ich mache mir jetzt Werbung. Ich mache für niemanden Werbung, auch gar nicht für mich. Sondern ich sage euch nur ein, ich lade euch ein. Wer bist du? Du kannst es verstehen mit dieser Schicksalsmatrix. Vor allem für diejenigen, die jetzt nicht Astrologie lernen wollen oder mit Astrologie nichts verstehen, nichts am Hut haben, ist die Schicksalsmatrix auch eine gute Alternative, weil da auch Tarotkarten sind. Also man geht von den Tarotkarten. Aber schön ist es, also mir gefällt mehr die Schicksalsmatrix wie diese Reise vom Nah, also dieses. Was ich mir am Anfang holen wollte, ist Sokrator. Das wollte ich mir holen, aber nee, ich sehe das nicht ein, weil da nur diese, Entschuldigung, das ist meine Sichtweise. Ja, also ich bin da ganz ehrlich, ich bin direkt korrekt. Ich bin jetzt nicht jemand, der lügt, sondern mir gefällt das nicht, weil man nur bis 9 geht. Und ich weiß, dass die Arkanen aber 21, also 22 normalerweise sozusagen sind. Und deswegen, also ich bevorzuge eher diese Schicksalsmatrix, weil sie dir wirklich zeigt, alle Zahlen, alle Arkane, diese Archetypen, die wichtig sind. Ja, man geht nicht nur bis 9, nicht nur bis zum Eremit, weil man hat auch andere Energien, die wichtig sind, sehr wichtig sind. Okay, und deswegen ist es jetzt wichtig, liebe Zwillinge, was hast du für ein Verhältnis zu deinem Papa, zu deinem Daddy? Ja, du kannst auch eine Frau sein, die hier mit den Vaterfigur, also der Vater war nicht präsent, der Vater ist gestorben, der Vater hat dich verlassen, also hat euch verlassen die Mama. Und du hast nie mit dem Vater ein gutes Verhältnis gehabt. Ja, und das bringt Schwierigkeiten in Liebesbeziehungen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, auch in den anderen Energien sage ich das. Wieso sage ich das? Weil es zu 99% immer die Eltern sind, die das verursachen. Wieso haben wir Komplikationen? Nicht nur die Eltern, natürlich, deswegen sage ich ja, dieses 1% kann ja auch gut sein, dass du in den Altern, also quasi, dass du dann, wenn du 16 oder wo du 16 warst, 17, gewisse Dinge erlebt hast in deinem Leben, die dich geprägt haben. Oder früheren Inkarnationen spielen auch eine große Rolle, dass man vielleicht in einer früheren Inkarnation etwas war, etwas gemacht hat. Oh mein Gott, jetzt ist das Licht ausgegangen, oder was? Das nimmt aber auf. Okay. Leute, ich dachte jetzt, das nimmt nicht mehr auf. Jetzt habe ich einen Schreck bekommen, weil ich die ganze Zeit gesprochen habe. Also es ist wie wenn er nicht ehrlich zu sich selbst ist. Es kann aber auch gut sein, dass man hier nicht weiß, was man will. Was ist denn sieben der Kelche? Guck mal, was macht sie hier? Mir gefällt das so, also mir gefällt das hier sehr, wie sie das interpretieren hier. Sie hat zwei Kelche. Sie sagt der Kelch, nein, der Kelch. Aber in einem Kelch ist sie drin, seine Essenz. Und wenn du sie findest, bist du frei. Weil dann kommt acht der Kelche. Es fällt schwer, aber auf den anderen Ufer wartet jemand auf dich. Aber jetzt bist du bei den sieben der Kelche noch bei dieser. Das ist nicht nur eine Illusionskarte. Also, Leute, diese Illusionskarte, ich finde, eher passt auch sehr zu der Sechser.
Sechs der Kelche ist dann eher auch eine sehr illusorische Karte, weil du in der Vergangenheit schwimmst. Was ich jetzt hier sehen kann, ne, weil da habe ich jetzt auch mal ein bisschen Perspektive gewechselt. Oft habe ich das auch gesagt, dass für mich natürlich kann sie auch eine Illusion sein, dass du nicht weißt, dass du in dieser illusorischen Welt bist. Aber es ist nicht nur Illusion. Ja, man geht davon aus, aber du hast die Dinge vor deinen Augen. Du hast mehrere Entscheidungen zu treffen und du weißt nicht, wo du bist. Du suchst dich in Wirklichkeit, aber du findest dich nicht. Und du suchst etwas, was nicht zu dir gehört. Da habe ich einen Wunsch, da habe ich diesen Wunsch, da habe ich das. Und manchmal kreiert man sich auch diese Illusion. Also es kann auch gut sein, dass du sehr viel in deinem mentalen Bereich bist. Du solltest eher an dich glauben. Ab wie fiducia, weil der Page der Kirche ist auch dieses Vertrauen haben. Ich fange an zu vertrauen. Ich fange an, in meine Emotionen, weißt du, an meine Emotionen mich auch ein bisschen zu klammern. Das ist jemand, der noch nicht ganz, das ist jemand, der noch nicht ganz in dieser Liebessituation ist. Also das ist überhaupt nicht eine Karte, die sagt, boah, ich liebe dich. Das ist noch ein Page, noch jemand sehr Jüngeres. Und hier kann man auch schon sagen, hier könnte das Altersunterschied eine große Rolle spielen. Ja, hier könnten auch schon wieder zwei Energien sein. Wie gesagt, hier könnten auch Fische, Skorpionen, wen vergesse ich denn? Krebs auch sein, ja? Also Möglichkeiten. Bitte setz das um. Aber hier könnte auch der Vater eine große Rolle spielen, weil wir hier zu viele männliche Figuren haben, ja? Manchmal suchen wir auch den perfekten Mann wie unser Vater. Ja, das kann gut sein, dass wir quasi uns sehnen nach dem perfekten Mann, weil wir einen perfekten Vater hatten, ja? So, jetzt ärgert es mich da ein bisschen, weil das ist so dunkel. Woran liegt das? Wartet mal ganz kurz, liebe Zwillinge. Ein bisschen Geduld bei der Katja hier. Aha, jetzt weiß ich wieso. Da war das Licht ganz unten. Okay. Ja, das ist halt immer dieser Punkt mit Technologie bei mir. Das ist schon mal gut, dass ich ein Handy betätigen kann überhaupt. Also, mein Mann scherzt auch oft. Der sagt, oh mein Gott, manchmal denke ich, du bist wirklich ein Steinzeitmensch, sagt er mal, mit dieser Technologie. Also, er sagt das zu mir, aber natürlicherweise weiß ich, dass er genauso diese Energie hat. Also, ich muss auch immer lachen. Da sage ich, ja, redet gerade der Richtige. Parla quello giusto, ne, sagt man bei uns. Also, ja, Fische, hier ist sehr viel Wasser. Emotionen spielen eine große Rolle. Jungfrau, du könntest hier Aszendent, Mond, Venus, aber auch er. Alle Wasserelemente, ich sag doch, hier ist sehr viel Wasser. Krebs, Skorpion. Vergesse ich jemals Krebs, Skorpion, Fische? Ja, die hast du ja hier. Und zu guter Letzt Zwillinge. Ja, nochmal hier ein Luftelement. Ne? Also quasi, dass du hier mit diesen Zwillingen noch zu tun haben könntest oder du hast sehr viel in Zwillinge, ja? Okay. Liebe Zwillinge, das war eure Legung. Hier könnte eine neue Love Story beginnen. Okay, aber das heißt nicht, dass es muss. Ja, es kommt immer darauf an, genieße einfach den Moment, wenn diese Person es dir erlaubt, wenn diese Person es nicht will, wenn diese Person einfach eine andere Sichtweise hat als du, dann denke dir, liebe Zwillinge, dass diese Person nicht die richtige ist. Ja, ich würde mal so sagen. Okay, wie gesagt, ich freue mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, liebe Zwillinge. Mach's gut. Ciao.